Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Es gibt jetzt den neuen Standard DIN ISO 37301, der löst den bekannten Standard DIN ISO 19600 für Compliance Management Systeme ab. Inhaltlich hat sich nicht viel geändert, aber der neue Standard ist eine sogenannte Level A Norm und das heißt, er ist unmittelbar zertifizierbar. Aber nicht alles, was möglich ist, ist auch sinnvoll. In diesem Video geht es genau darum, ist die Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen sinnvoll oder ist es im Grunde genommen nur zusätzlicher Aufwand, der nichts bringt? Das KPMG-Statement nennt im Grunde genommen drei Vorteile. Erstens die einheitliche Umsetzung von Compliance-Regeln, zweitens die Senkung von Transaktionskosten und die Nachweisfunktion gegenüber Aufsichtsbehörden und im Straf- und Bußgeldverfahren. Gibt es die Vorteile wirklich? Wie relevant sind sie? Und lassen die sich wirklich nur durch die Zertifizierung erreichen oder gibt es da auch einen anderen Weg? Das soll im Folgenden überprüft werden. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Auf der Liste von KPMG ganz oben steht, dass die Zertifizierung eine einheitliche Umsetzung von Compliance-Regeln bewirkt. Ist das überhaupt ein Vorteil? Und wenn ja, warum ist das so? Weil kein Externer seriös einschätzen kann, wie gut ein Unternehmen seine Compliance-Risiken im Griff hat. Die einheitliche Umsetzung von Compliance-Regeln wäre da schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Professor Behringer hat im Februar 2020 eine empirische Studie zur Compliance in KMU gemacht. 51% der Befragten sagten, dass die Bedeutung des Compliance-Managements für sie hoch bis sehr hoch ist. Das ist auch nicht überraschend. Non-Compliance ist schlecht für die Reputation und führt zur Haftung. Interessanterweise hatten aber nur 37% ein Compliance-Management-System. Was macht der Rest? Vermutlich haben die Unternehmen einfach Compliance-Maßnahmen ergriffen, die ihnen sinnvoll erschienen. In der Praxis betreiben 62% der Unternehmen ihr Compliance-Management ohne konzeptionelles Rahmenwerk, 27% legen eine Eigenentwicklung zugrunde und nur 11% ein offiziell anerkanntes. Die Studie von Professor Behringer kommt zum Ergebnis, dass der Standardisierungsgrad der Compliance-Aktivitäten in KMU gering ist. Neben Compliance-Richtlinien setzt man vor allem auf die Integrität der Führungskräfte. Das ist ein guter Ausgangspunkt, denn die meisten Compliance-Verstöße entstehen aus Unwissenheit und mangelnder Sorgfalt. Führungskräfte, die dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter sich an Compliance-Vorgaben halten, senken das Haftungsrisiko. Die Wirksamkeit des Compliance-Managements ist aber dann extrem abhängig von den handelnden Personen, im Guten wie im Schlechten. Das ist aber im Grunde genommen keine wirklich neue Erkenntnis und ist auch keine Besonderheit von KMU. Die Werte und die Einstellung des Managements prägen natürlich das Unternehmen. Und kriminalpsychologische Studien haben das auch gezeigt, nämlich dass in den besonders schweren Fällen von Wirtschaftskriminalität immer auch Führungskräfte beteiligt waren. Blindes Vertrauen ist da riskant. Ein systematisches, personenunabhängiges Compliance-Management-System reduziert das Compliance-Risiko deutlich. Die ISO 37301 ist ein international anerkannter Standard für ein personenunabhängiges, systematisches Compliance-Management-System. Sie folgt dem aus anderen ISO-Normen bekannten PDCA-Zyklus. Ausgehend von systematisch ermittelten Compliance-Risiken werden angemessene Maßnahmen geplant, ausreichende Mittel zur Implementierung bereitgestellt und die Umsetzung kontrolliert. Führung und Kommunikation begleiten den Prozess, dessen Ablauf und Ergebnisse dokumentierte Informationen erzeugen. Die Dokumentation wird systematisch in geplanten Audits geprüft und die Auditfeststellungen sind dann ihrerseits wieder der Ausgangspunkt für die nächste Iteration des PDCA-Zyklus.
So entsteht ein risikoorientiert lernendes Compliance-Management-System. Praktiker kritisieren an der ISO 37301 die abstrakten Formulierungen, die an eine technische Kunstsprache erinnern. Wer keine Erfahrung mit der Konzeptionierung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen hat, dem hilft die Norm nicht. Sie enthält im Unterschied zum Hamburger Compliance-Zertifikat keine konkreten Compliance-Maßnahmen. Die sind aber in der Praxis entscheidend. KMU brauchen für die wesentlichen CMS-Elemente praxistaugliche und umsetzbare Anforderungen, die die relevanten rechtlichen Vorgaben und die Erkenntnisse der Fachliteratur berücksichtigen. Hier kommen die neuen DICO-Standards ins Spiel. Als Umsetzungsleitfäden sind sie selbst nicht zertifizierbar, gewährleisten aber eine gute Vorbereitung auf die Implementierung der korrespondierenden ISO-Norm. Auch erfahrene Compliance-Manager sollten übrigens vorsichtig sein. Die formal korrekte Anwendung der ISO 37301 schützt nicht vor blinden Flecken. Die Norm ist bewusst so gefasst, dass sie für Unternehmen jeder Größe, jedes Typs und jeder Branche gilt. Eine Bank kann sie der Geldwäscheprävention zugrunde legen und eine Bäckerei dem betrieblichen Arbeitsschutz. Eine Vorprüfung macht daher auf jeden Fall Sinn, um dem Compliance-Management-System den letzten Feinschliff zu geben. Bevor das Audit beginnt, erfolgt eine systematische Risikoanalyse. Das sichert die Angemessenheit der Maßnahmen und lenkt die Prüfungsschwerpunkte auf potenzielle Schwächen bei der Implementierung. Wichtig ist in dem Zusammenhang die unabhängige Beurteilung der Compliance-Kultur. Haltung und Vorbildfunktion der unmittelbaren Vorgesetzten haben einen starken Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter im Arbeitsalltag. Wirecard und der Abgasskandal sind nur die jüngsten Belege dafür. Formale Compliance-Programme haben keine Chance, wenn es keine Compliance-Kultur in der Firma gibt. Die unabhängige Vorprüfung zeigt dem Management Implementierungsschwächen und blinde Flecke in der Risikoanalyse auf und erlaubt ihm, die eigenen Compliance-Prozesse zu optimieren. Das senkt das Compliance-Risiko und damit auch die Gefahr von Haftung oder Reputationsschäden. Das Zertifizierungsaudit dokumentiert dann die Einhaltung des Standards und ist die Grundlage für das Zertifikat. Ich höre immer wieder als Argument für die Zertifizierung, dass das Vorteile in Straf- und Bußgeldverfahren bringen soll. Gut möglich, dass ein Staatsanwalt bei einem Unternehmen, das ein gültiges ISO 37301 Zertifikat vorweisen kann, schon gleich keinen Anfangsverdacht schöpft und gegen das Unternehmen nicht ermittelt. Warum? Nach geltendem Recht ist die Staatsanwaltschaft nicht verpflichtet, gegen ein Unternehmen zu ermitteln, wenn es in Straftaten verwickelt ist. Die Strafverfolgung konzentriert sich auf die Täter, ihre Anstifter und Gehilfen. Eine Geldbuße gegen das Unternehmen wird nach § 30 OWIG verhängt, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit von einer Leitungsperson begangen wurde. Der praktisch wichtigste Fall ist dabei das sogenannte Versäumen der gehörigen Aufsicht im Sinne des § 130 Absatz 1 Satz 1 OWIG. Der Vorsitzende Richter des ersten Strafsenats des BGH Raum sieht zumindest ein Indiz für angemessene Compliance-Bemühungen und damit eine Grundlage für eine Bußgeldminderung, wenn ein positives Testat im Zeitraum vor oder während der Verstöße erteilt wurde. Der ehemalige Vorsitzende des zweiten Strafsenats des BGH, Dr. Thomas Fischer, sieht das ähnlich. Gleichzeitig betont er, dass das entscheidende Kriterium für eine Bußgeldminderung nicht ein Zertifikat, sondern die Effizienz des Compliance-Management-Systems ist. Die formale Erfüllung der Anforderungen einer DIN-Norm kann dazu weder allein ausreichen, noch ist sie umgekehrt stets Voraussetzung der Effizienz. Es kommt auf den konkreten Fall an. Zusammenfassend kann man sagen, dass es tatsächlich so ist, Unternehmen, die eine Zertifizierung nach 37.301 erfolgreich abgeschlossen haben, haben ein kleineres Compliance-Risiko als ihre Wettbewerber.
Das hat zwei Ursachen, die beide mit der einheitlichen Umsetzung von Compliance-Regeln zu tun haben. Erstens die korrekte Implementierung eines zertifizierbaren Managementstandards. Ohne die gibt es kein Zertifikat. Zweitens die unabhängige Prüfung durch sachkundige Dritte. Sie verhindert Betriebsblindheit und trägt zur kontinuierlichen Verbesserung des Compliance-Management-Systems bei. Das Zertifizierungsaudit am Schluss bestätigt nicht mehr oder weniger, als dass die Kriterien des gewählten Standards für die Ausstellung des Zertifikats erfüllt waren. Stellen wir uns einen massiven Compliance-Verstoß vor, durch den großer Schaden angerichtet wird. Interessiert dann die Öffentlichkeit, ob das Compliance-Management-System ISO zertifiziert war? Nein, im Gegenteil. Sie verlangt die juristische Aufarbeitung, ob das Management die Schwachstellen trotz Compliance-Programm und externer Prüfung gekannt, vielleicht sogar bewusst verschwiegen hat, und ob die Prüfungshandlungen überhaupt ausreichend waren, um das zu erkennen. Im Ergebnis stimmt es aber. Die Zertifizierung eines Compliance-Management-Systems reduziert die Compliance-Risiken und das wieder hat Vorteile, zum Beispiel bei der Haftung oder in Straf- und Bußgeldverfahren. Und das gibt dem Management und den Mitarbeitern, auch den Stakeholdern, Aktionären, eine größere Sicherheit. Die Vorteile entstehen aber aufgrund der Effizienzsteigerung des Compliance-Managements auf dem Weg zur Zertifizierung, nicht wegen des Zertifikats selbst. Wenn das so ist, lohnt es sich dann aber überhaupt, Zeit und Geld in die Zertifizierung zu investieren? Wie gesagt, das Zertifizierungsaudit bestätigt am Schluss nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass zum Zeitpunkt der Prüfung die Anforderungen des Standards erfüllt waren. Bei einem ISO 37301 Zertifikat heißt das konkret, dass die Compliance-Maßnahmen einem international anerkannten Standard entsprechen und eine fachkundige Beurteilung der Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems durch einen unabhängigen, akkreditierten Zertifizierer stattgefunden hat. Wie kann man sich das zunutze machen? Im Bereich der Kerncompliance gehört die Überprüfung der Geschäftspartner zum Standardprogramm. Ein gutes Beispiel ist die Korruptionsprävention. Nach der ISO 37001 wird grundsätzlich das Korruptionsrisiko von Geschäftspartnern beurteilt. Der US-amerikanische FCPA und der UK Anti-Bribery Act verlangen das ebenso wie die deutsche Rechtsprechung. In der Praxis schätzen Compliance-Verantwortliche im ersten Schritt grob das Korruptionsrisiko anhand von Branche, Land und Ware bzw. Dienstleistung ab. Ist das ermittelte inhärente Risiko nicht vernachlässigbar, erhält der Geschäftspartner einen Fragebogen, in dem er seine Compliance-Organisation beschreibt. Anhand dieser Selbstauskunft schätzt dann der Compliance-Verantwortliche das Residualrisiko des Geschäftspartners ein und entscheidet, ob es akzeptabel ist. Üblicherweise wird auch verlangt, dass der Geschäftspartner die eigenen Compliance-Richtlinien anerkennt und deren Umsetzung gewährleistet. In kritischen Fällen mit besonders hohem Risiko geht das bis zur Auditierung des Geschäftspartners durch ihre Großkunden. Das Beispiel zeigt, wie viel Aufwand die Geschäftspartnerprüfung erzeugt, wenn man sie richtig macht. Und das nicht nur beim Compliance-Verantwortlichen, sondern auch bei dem Geschäftspartner, der die ganzen Fragebögen ausfüllen muss, für jeden Zulieferer ein eigenes Compliance-Programm anerkennen muss und im Extremfall sogar die Auditierung durch Großkunden duldet. Hier steckt das Einsparpotenzial durch eine Zertifizierung. Das von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat ist ein für Außenstehende leicht überprüfbares Merkmal. Sie müssen sich nur zwei Fragen beantworten. Ist der Standard okay? Und ist der Zertifizierer akkreditiert? Im Grunde funktioniert das wie eine SSL-Verschlüsselung. Anstatt sich damit auseinanderzusetzen, ob der konkrete Kommunikationspartner, den man jetzt auf seiner Website besucht, vertrauenswürdig ist oder nicht, wird einfach geprüft, ob eine ununterbrochene Zertifikatskette zu einem vertrauenswürdigen Wurzelzertifikat führt.
Aber auch das zertifizierte Unternehmen profitiert, weil es nicht für jeden Kunden einen eigenen Fragebogen ausfüllen muss, beziehungsweise ähnliche, im Detail aber dann doch unterschiedliche Compliance-Vorgaben anzuerkennen hat. Dort, wo Compliance-Risiken einen Preis haben, zum Beispiel beim Abschluss einer D&O-Versicherung oder bei Finanzierungen, Stichwort Nachhaltigkeit, sind sogar verbesserte Konditionen denkbar. Last but not least bringt die Festlegung auf einen anerkannten Standard auch Vorteile, weil es dem Unternehmen leichter fällt, qualifizierte Compliance-Mitarbeiter zu gewinnen. KMU, die ein passendes Compliance-Management-System erst aufbauen wollen, profitieren dann von der Tatsache, dass es zertifizierte Compliance-Manager für die ISO 37301 bzw. ihre Vorgängernorm gibt. Die Standardisierung erleichtert zudem das Outsourcing der Compliance-Funktion. Die These, dass der Nachweis eines funktionierenden Compliance-Management-Systems nach einem international anerkannten Standard Vorteile bei der Auswahl als Geschäftspartner bringt, stimmt. Die Vorteile liegen in der deutlichen Reduktion der Transaktionskosten. Beide Seiten profitieren davon, dass es keine aufwendigen Such-, Abstimm- oder Kontrollprozesse braucht, um sicherzustellen, dass der Geschäftspartner internationale Standards einhält. Das gilt insbesondere dann, wenn der Geschäftspartner aufgrund von externen Faktoren, die er nicht beeinflussen kann, zum Beispiel hohes Länderrisiko im CPI, ein erhöhtes inhärentes Compliance-Risiko hat und ohne unabhängige Prüfung seiner Compliance-Maßnahmen gar nicht in die engere Wahl kommen würde. Gut möglich, dass ein zertifiziertes CMS sogar zum Ausschreibungskriterium wird. Im Datenschutz hat sich die Zertifizierung durchgesetzt. Auftragsdatenverarbeiter ohne ISO 27001 Zertifizierung tun sich bereits heute schwer. Die DSGVO geht aber noch weiter. Artikel 42 enthält ein datenschutzspezifisches Zertifizierungsverfahren, das die Zertifizierung europaweit harmonisiert. Was noch fehlt, sind akkreditierte Zertifizierungsstellen. Aber die ersten Anträge liegen bereits vor. Sobald diese erfolgreich abgeschlossen wurden, können auch die Zertifizierungsverfahren starten. Der Trend geht meines Erachtens ungebremst weiter. Die Business Partner Due Diligence wird in immer mehr Gebieten zur Pflicht und das Lieferkettengesetz ist da bestimmt nicht der Schlusspunkt der Entwicklung. Je mehr Compliance-Anforderungen zu erfüllen sind, desto größer fallen die Effizienzgewinne durch ein integriertes Compliance-Management nach einem einheitlichen Standard aus. Die Zertifizierung hat auch noch einen weiteren Vorteil. Sie kann nämlich als Nachweis für das Compliance-Management-System gegenüber Aufsichtsbehörden und in Straf- und Bußgeldverfahren verwendet werden. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen ein angemessenes und wirksames Risikomanagement zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben. Das kann durch die Zertifizierung bestätigt werden. Auch in Wirtschaftsstrafsachen ist es von entscheidender Bedeutung, welche Risiken der Geschäftsführung zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt waren, beziehungsweise welche Risiken sie hätte kennen müssen. Als Beweismittel bietet sich die Compliance-Kommunikation des Unternehmens, also Richtlinien, Schulungsnachweise, Risikoanalysen, das Compliance-Programm etc. an. In der Praxis ist es dann aber eine Herausforderung nachzuweisen, dass diese dokumentierte Information zum möglicherweise Jahre zurückliegenden Tatzeitraum unverändert so vorgelegen hat. In einem Zertifizierungsaudit werden genau diese Unterlagen zu den Auditnachweisen genommen und unabhängig vom Unternehmen vom Zertifizierer aufbewahrt. Das steigert deren Beweiswert deutlich. Ja, also was ist dann jetzt das Fazit? Ich denke, die These, dass man durch die Zertifizierung nur erfährt, was man sowieso schon wusste, ist eindeutig widerlegt. Und man kann auch nicht sagen, dass die Mühe einfach nur einen weiteren ISO-Sticker für die Website bringt.
Richtig ist, dass der wesentliche Faktor ein effizientes, standardisiertes Compliance-Management-System ist. Das wird durch eine Zertifizierung nach ISO 37301 weder garantiert, noch ist die Zertifizierung der einzige Weg dorthin. Trotzdem reduziert die Optimierung der Compliance-Prozesse durch konsequente Anwendung des risikobasierten Ansatzes das Compliance-Risiko deutlich. Man sollte auch den Beweiswert der unabhängigen Dokumentation des Compliance-Management-Systems zum Prüfungsstichtag nicht unterschätzen. Der echte Vorteil, der sich nur durch Zertifizierung erreichen lässt, ist die Reduktion der Transaktionskosten. Er entsteht dadurch, dass nur das eigene, auf das Unternehmen zugeschnittene Compliance-Management-System umgesetzt werden muss. Man muss keine umfangreichen Fragebögen beantworten und auch keine fremden Compliance-Programme anerkennen. Die Bedeutung dieses Vorteils steigt mit der Menge und Komplexität der einzuhaltenden Compliance-Anforderungen und der Zahl der Geschäftspartner. Die Zertifizierung ist also kein sinnloser bürokratischer Aufwand, sondern eine strategische Entscheidung, die sich meines Erachtens relativ schnell bezahlt macht. Ein effizientes und effektives Compliance-Management-System lässt sich mit relativ wenig Aufwand in ein nach ISO 37301 zertifiziertes überführen. Unternehmen sollten also nicht jetzt kurz vor der Ziellinie stehen bleiben und abwarten, sondern den letzten Meter zum zertifizierten Compliance-Management-System auch noch gehen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Ich habe noch vor, eine Reihe von Videos zu veröffentlichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.